Ich auch. Oh. Was ist denn mit deiner Stimme eigentlich los? Das weiß man. Oh Mann, oh. Mir war... ich hab ja nachher noch, will ich ja noch... Kannst du mal sehen. Na dann nicht. Ich dachte immer, das ist wirklich hat mit ihrem Leben zu tun und hab mich da so rein fallen lassen, fast schon. Ja, naja, kann man. Mein Name ist Dietmar Schön und ich bin heute im Studium, ich bin heute in der Wohnung von Matthias von Schramm und wollte ein Foto auch mal besprechen. Er hat mir gesagt, er käme gleich und ich, das Bild habe ich hier und ich finde, das Bild ist komisch. Ich verstehe das Bild nicht und das Bild heißt irgendwie ganz komisch The Artist Studio und vielleicht, und er hat mir gesagt, ich soll dazu was sagen, weil er später kommt und so. Und ich soll auch, vielleicht, weil es mir auch etwas unangenehm ist bei der heutigen Bildbesprechung, denn es geht um eine Werbung auch für die Lapskaus Romantik. Die treten nämlich genau dort auf, in diesem Atelier 47, am 11. September ausgerechnet. Ja, was soll ich sagen? Sehr komisch. Atelier 47, zwei Omas davor und merkwürdig, merkwürdig. Aber soviel ich weiß, ist das in Baden-Württemberg, in Ladenburg und ja, da findet das Ganze statt. Da wird es die Lesung geben mit Anja Fleck oder Finger oder wie auch immer und Matthias von Schramm. Da habe ich ja nichts mit zu tun, nicht wahr? Und eigentlich weiß ich auch gar nicht, was ich zu seinem Bild sagen soll. Und deswegen sage ich da auch nichts weiter zu. Halte mich da einfach bedeckt. Ja, und ich habe das... Ach ja, da kommt Matthias. Hallo. Ja. Ja. Alles schon fertig? Ja, ich habe das mal eben so gemacht hier mit der Sendung und bin damit fertig und ich müsste dann auch mal weg. Und vielleicht kannst du die Werbung selber dann doch machen. Werbung? Wofür? Naja. Das ist mir unangenehm. Das ist nicht so einfach. Ich bin dann wieder weg. Wieso? Ich gehe dann, tschüss und noch viel Spaß. Das verstehe ich nicht. Reporter mit dem Moderator Matthias von Schramm. Tschüss. Tschüss. Na, ich weiß jetzt nicht, was er meint. Ich hoffe, er hat dieses Polaroid von dem Autoren Phil Leicht hervorragend besprochen. Das ist ja ein ganz tolles Bild mit zwei älteren Damen, Zwillinge, wie ich erfahren habe, die sehr klein sind und die also aber größenmäßig sehr gut vor dieses Atelier passen und also vor diesem Atelierraum, der in der Hauptstraße 43 in Ladenburg ist, wo die Lapskaus-Romantik natürlich auftreten wird. Und zwar am 11. September. Vielleicht ist das die Werbung, die er meinte. Für mich ist das ja eigentlich nur ein Kulturtipp, so sagen wir mal so. Weil es geht um ernsthafte Dinge, die wir da vorzutragen haben. Und ich möchte dann doch schon mal wirklich sagen, kommt doch alle her, egal wie weit es weg ist. Das hat der Phil auch schon im Netz geschrieben. Und das ist doch sehr wichtig. Und dafür muss ich mal etwas vorlesen, was euch da quasi erwartet in diesem, in dieser bei dieser Lesung, und ich werde ein kleines Rezept mal vorlesen, und das lautet wie folgt: Zwiebeln im eigenen Dunst schwenken, bis die Schiffssirene unter den eigenen Tränensäcken heult,
Butterschmalz auslassen, bis der Mast des Seglers steht, rote Beete aus dem Borsch fischen und über Händen und Fleisch verteilen, Pökelfleisch mit dem Wolf auf Gassi gehen, den Matjes schicken, meine ich, den Matjes mit dem Rollmops tanzen lassen. Die Gurke gedeiht derweil im eigenen Saft, den Skipper in Reiterhosen über die Reling singen, innehalten und Lolita gedenken, traurig, den Kaus im extra Fischmustertopf warm werden lassen, den Smoothie zum Kartoffelschälen verdonnern, den Spitz mit dem Kochlöffel verjagen, eine Kerze unter den Busen der Geliebten anzünden und zu guter Letzt wird das Spiegelei auf Brust und Achtern tätowiert. Ja. Das habe ich dazu beizutragen. Ja, also viel Spaß beim Altstadtfest in Ladenburg vor diesem Atelier, auf diesem Foto. Und bis dahin sage ich Servus. Und für weitere Folgen des fotografischen Solos, auch ohne oder mit Dietmar Schön, für weitere Folgen sage ich, schickt mir Fotos und tschüss. Ja, also kannst mal kommen, ruhig. Dann. Ja. Wir sind total. Ich kann dann auch Spaß haben. Ich denke schon an manchen Stellen. Also sei es auch nur in der Pause. Ich glaube, bei mir ist das auch warm. Ist ich habe nicht so viel. Ja, nicht mein so. Mein Bartwuchs ist nicht so. Ja, lapidar wie dein ganzes Erscheinungsbild.